Ich habe Aramis Stilt nicht gekannt. Wer war er? Dem alten Herzog treu ergeben. Stilton hat mit den Silberbergwerken ein modernes Karnaka aufgebaut. Er hat sich vom Nichts zu einem befestigten Anwesen hochgearbeitet. Aber jetzt gibt der neue Herzog das Geld so schnell aus, dass die Bergleute Tag und Nacht schuften. Der Bezirk ist verfallen. Der Staub vertreibt alle. Nur die Hoffnungslosen bleiben. Der Herzog von Cerconos hat versagt. Sein Vater war ein guter Mann. Stimmt, aber das Leid, das der neue Herzog brachte, war nur durch Dunwalls Unterstützung möglich. Jedenfalls müssen sie durch den Staubbezirk, um Stiltons Haus zu erreichen. Vielleicht ist er dort oder er ist tot. Sie Megan, sobald sie im Staubbezirk sind. Sie sagt ihnen mehr. Ich warte hier im Beiboot, um sie später zur Dreadful Whale zurückzubringen. Moini, wunderbare Menschen des Interwebs. Mein Name ist MarsLetsPlay und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Let's Play von Dishonored 2, welches schon ein bisschen länger nicht mehr weiterging. Ich glaube, circa einen Monat. Wir sind in der Mission Staubbezirk angelangt. Und ich habe vor, diese Mission etwas schneller abzuschließen, denn man kann das Rätsel um diesen Staubbezirk lösen, ohne einen der anderen beiden auszuhändigen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann werden wir das trotzdem machen. In dieser Mission, diese Mission ist wichtig, wenn ihr nämlich vorher Paolo getötet habt, so wie ich, habt ihr jetzt in dieser Mission die Möglichkeit, ihn nochmal zu töten. Und ich glaube, dann muss nochmal Zeit vergehen, während ihr die andere Mission macht. Und wenn ihr mit der fertig seid, kommt ihr ja wieder hier hin. Und sobald ihr dann wieder hier seid, könnt ihr ihn, glaube ich, das dritte Mal töten. Denn ihr müsst Paolo insgesamt dreimal töten, um diese Trophäe zu erhalten. Und wenn man ihn ja einmal tötet, dann kommt er nach 24 Stunden wieder. So waren das meine... Ich muss gerade mal gucken. So, okay. Ich kann die Steuerung kann ich auch nicht mehr so wirklich. So war das jetzt meine Erinnerung. Oder nicht meine Erinnerung, zumindest so glaube ich es. Ich habe mich nicht weiter mit der Trophy beschäftigt gehabt. Aber ich glaube, so ungefähr müsste das funktionieren. Na los, beenden wir's! So. Wir spielen natürlich immer noch ohne Kräfte, ganz klar, das ist mir wichtig, dass wir das nach wie vor ohne Kräfte absolvieren. Dafür bekomme ich nämlich ebenfalls eine Trophy, die ich gerne haben wollen würde, und außerdem natürlich auch noch die Trophäe, das Ganze ohne Staubsturm im Anmarsch. Ohne Kräfte, was mit hohen Chaosfaktor zu beenden. Jetzt ist Frage, ich kann hier gerade nicht. Okay, ich habe Kabelwerkzeug. Hallo? Ist da wer? Hallo, hier bin ich. Ich habe keine. Was? Brauchen Hilfe! Okay. Bitte? Jetzt war es grün. Ich wollte nicht vorher durchrennen, weil sonst wäre die Möglichkeit noch gewesen, dass ich gebrutzelt werde. Ich wäre da durchaus noch gegeben. Na, komm schon, Corvo. Kommst du da hoch? Komm mal hoch. Ach komm. Ach, Corvo. Okay, ich muss doch aber hier irgendwo zu Megan. Also ich muss eins weiter nach oben. Ja. Here we go. Eine andere Stadt, ein anderer Sl. Hallo, kaiserlicher Schutz. Ich habe mich erkundigt, mit Leuten gesprochen. Die Aufseher und die Heuler haben den Bezirk aufgeteilt. Vor uns ist neutraler Boden, wo sie niemand angreift. Aber dahinter haben die Heuler und Aufseher ihre Grenzen gezogen. Und sie werden angegriffen, sobald sie für sie in Sichtweite sind.
Aramis Stilton ist das eigentliche Ziel. Sokolov sagte, sie hätten einen Plan. Ja, ich denke, wenn sie Paolo oder Vizeaufseher Byrne ausschalten, wird ihnen der andere sicheres Geleit und Zugang zu Stiltons Haus gewähren. Neutralisieren sie einen der beiden und bringen sie ihn jeweils zum anderen. Haben sie sonst noch was? Byrne wird von den Aufsehern beschützt. Paolo hat die Heuler und eine Art schwarz-magisches Artefakt. Angeblich muss er vor Sonnenuntergang zweimal sterben. Sonst lässt er sich nicht töten. Viel Erfolg. Ah, vor Sonnenuntergang zweimal. Das heißt, man müsste ihn in dieser Mission tatsächlich schon zweimal töten? Das kann natürlich auch sein. Ich werde aber natürlich trotzdem versuchen... Jimmys Schwester sagt, du knackst jedes dieses Schloss. Keine Rätsel Ahnung, zu lösen. Haus so gesichert ist. Und zwar ist hier Jindos Rätsel und das können wir uns jetzt durchlesen. Zum Essen kamen Lady Winslow, Dr. Marcola, Gräfin Conti, Madame Natsui und Baroness Finch. Es ist jetzt so eine Sache, ich habe das Rätsel noch nie so gelöst, ich habe es auch noch nie so versucht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jedes Mal anders ist, aber ich glaube, auch das ist jedes Mal anders. Das ist immer zufallsgeneriert, die Lösung ist nie die gleiche. Oh mein Gott, saß ganz links mit einer Jacke in Rot, die Dame in Weiß saß links von einer Lady in Blau. Gräfin Conti einen wertvollen Gegen... Also präsentierte Gräfin Conti. Gräfin Conti Kriegsmedaille. Na schön. Vielleicht ein andern Mal. Oder auch nicht. Gehen wir. Sie wissen vielleicht nicht, dass unsere Silberberge... Kriegsmedaille? Legt die Dame aus Dunwich im Vergleich zu ihrem Punkt. Dame aus Dunwall. Aber wer ist die Dame aus Dunwall? Oh mein Gott. Ja, verstehe. Okay, in dem Text ist das alles versteckt mit dem verschütteten Wein. Nein, ihr Glas Bier verschüttete. Okay, jetzt machen wir das mal erstmal. Zuerst kommt die Kriegsmedaille, dann die Schnupftabakdose. Dann der Vogel. Am Morgen lagen vier Erbstücke unter dem Tisch. Diamant, Ring, Schnupftabakdose und Vogel an. Ach so, nee, Moment. Diamant, Ring, ist das die richtige Reihenfolge? Diamant, Ring, Schnupftabakdose und Vogel an, oder was? Das ist das Blut unserer Feinde. Oder nicht? Alter. Ich denke bei solchen Sachen immer viel zu kompliziert. Okay, Freunde, ich stehe gerade viel zu sehr auf dem Schlauch. Deswegen hasse ich solche Rätsel, weil sie sind eigentlich echt simpel gestrickt, wenn du den Anfang weißt. Und ich weiß ganz genau, dass in dem Rätsel steht es so, dass ich jedes Erbstück zu jeder Person zuordnen kann. Weil erstens steht die Reihenfolge schon da, wie sie da sitzen, plus die Farben, die sie haben. Und in dem Text unten drunter steht die Lösung, die ich gerade gekonnt andauernd übersehe. Ich möchte mich nun aber nicht zu lange damit beschäftigen. Und, also, rechts ist der Aufseher, links ist der Staubbezirk. Wir werden versuchen, Paolo zu töten.
Nein, das heißt nur ich. Ich zerquetsch dich, du Parasit. Was ist hier los? Die Frage ist nur, wie töte ich Paolo zweimal? Dich oh Mann, Alter. Opa! Hab ich gerade Opa genannt, oder? Bist sicher total verweist. Okay, jetzt lasst mal gucken, ob wir hier irgendwas über Paolo finden. Was war hier los? Hallo? Kann ich das Ding irgendwie aufnehmen? Nein! Ist er... Hast du das gehört? Los, ich tu dir nichts! Hey! Was war hier los? Verflucht! Nein! Was? Nein! Hallo! Die Maske hebt! Ich will nicht sterben! Okay, die standen irgendwo oben. Was? Ich habe hier einen Verletzten! Hilfe! Ah. Ich möchte diesen Zettel hier haben, aber wieso kann ich den nicht aufnehmen? Das müsste doch der Zettel sein, der die Kombination für die Tür enthält. Wieso kann ich den jetzt nicht nehmen? Strange. Okay, ich möchte jetzt trotzdem noch mal weiter oben gucken. Ob ich irgendwas von... Oh Gott, 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 Gott. Ich schneid dich in Stücke. Ich krieg dich schon. Alter, wie viele kommen denn noch? Klappe zu, Affe tot. Meine Güte, ey. Ich möchte nur ein bisschen mehr über Paolo erfahren, um den zweimal töten zu können. Also besser gesagt, jetzt noch einmal. Zweimal haben wir ihn schon getötet. Nicht sicher. Diese Stadt. Oh, das war ein Zivilist. Das tut mir natürlich jetzt leid. Mal gucken, wir haben noch ein paar Armbrustbolzen. Okay, hier nichts. Ich frage mich, ob es mehr gibt. Über Paolo, was man finden kann, aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus und das sieht mir fast danach aus, als wäre das sein Zimmer. Nein, ist er. Was? Cool, das wir haben mega hier eine Kohle, aber. Nein, ist sie. Das ist definitiv. Also es sieht sehr nach Paolos Zimmer aus. Jetzt ist alles ein wildes
durcheinander. Und wer darf's aufräumen? Ich natürlich. Wie immer halt. Ich möchte mich trotzdem noch weiter umgucken. Aber ich muss gestehen, ich habe sonst so dem Level nicht wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Nachdem ich halt nur einen unbemerkt den anderen ausliefern musste. Das war so mein Hauptziel. Und habe mich deshalb nie auf irgendwas anderes großartig konzentriert in dem Level. Bin nie wirklich viel durch die Gegend gestreift. Lol. Drei Tode sollst du sterben. Paolo dreimal getötet. Ah, easy. Lol. Alles klar. Gut, dann habe ich das auch noch erledigt. Vera. Falls du dich fragst, Paolo ist keiner dieser gestörten Kultisten. Die glauben, ich tue ihnen Gefallen, wenn sie nur genug opfern oder genau die richtige Musik spielen. Ich bin ihnen vollkommen egal. Aber er hat diesen Schrein, weil er die Hand einer alten Hexe fand, die ich kannte. Paolo erkannte sofort, dass sich ein Vorteil auszahlt. Manchmal bleiben Teile zurück, nachdem wir fort sind. Der Herzog von Zirkonos erbte eine dynamische Stadt und fing sofort an, sie zu demontieren. Was wird er zurücklassen? Und was ist mit dir? Wer soll alles wieder ins Reine bringen hier im Juwel des Südens? Gut, also man hat ziemlich vieles hier gefunden. Was? What the fuck? Paolo hatte der Lumpengreif in Hand. Alles klar, okay, das hat mich angefallen. Ich habe gerade... Wenn es wirklich der Kronenmeuchler ist, wird das mein Glückstag. Oder ich meine, das war ja das, was er zu uns gesagt hat. Ich wette hier. Dass, dass er die Hand von einer Hexe gefunden hat. Ich habe mich gerade trotzdem nur etwas erschreckt, als diese Hand auf einmal mich attackiert hat. Nee, wollte nur die Kiste drin. Gut, ich meine, ich beschwere mich nicht, dass wir Paolo jetzt dreimal getötet haben. So habe ich natürlich auch die Trophy bekommen. Ich wollte aber trotzdem versuchen, wenigstens das Rätsel so zu lösen. Wollte mich aber auch nicht zu lange damit beschäftigen. Nicht zu viel Zeit damit verlieren. Wie bitte? Da ich nur gucken wollte, wie schnell ich auf die Lösung komme und da ich halt leider manchmal dazu neige, alles viel zu kompliziert anzugehen und zu kompliziert denken, stehe ich sehr, sehr oft auf dem Schlauch. Und da dachte ich mir, nee, ich stand da 10 Minuten da. Eiler, hier drüben! Und bin nicht wirklich drauf gekommen und dann dachte ich, okay, ich lasse das jetzt einfach mal. Ich frag mich, wer das war. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Nein, ist sie! Hey, wartet! Ich glaube, sein Kopf ist was wert!
Nimmer wiedersehen. Achtung! Das ist das letzte so, und die Mal sollten mir jetzt ja nichts tun, da ich Paolo bei mir habe und ihn ausliefern möchte. Mit ihren Taten haben sie gegen die Lehre des Jedermannsordens verstoßen. Ich bin ja mal gespannt, was für ein Ende wir jetzt bekommen, da ich halt echt über so viele Leichen gehe. Deswegen, also wir können eigentlich nur ein schlechtes Ende bekommen. Ist da jemand? Endlich hat jemand den verfluchten Anführer der Heule erlegt. Wie bitte? Ja, peace, peace, bro. Moin, moin. Wie genau? Ach so, Moment, da war doch ein Aufzug. Wir sind doch Brüder. Das hätte ich sagen sollen. Hier war irgendwann auch zu. Ah ja, der war kaputt. Okay, Treppe. Hier lang. So, here we go. Ich hab sie nicht durchs Fenster kommen sehen. Krellina, ist das Paolo? Das ist wohl doch nichts. Sie wissen ja nicht, was Sie Gutes getan haben. Ohne Paolo habe ich große Pläne für Kanaka. Ich habe von Ihnen und Ihren Ambitionen gehört, Vizeaufseher Byrne. Aber für mich war es nur ein Mittel zum Zweck. Vergisst der Orden seine Freunde nicht? Nein. Und auch nicht unsere Feinde. Aber was genau wollen Sie? Ich muss in das Haus von Aramis Stilton gelangen. Nein, das ist ja mal interessant. Mit Stiltons Haus stimmt etwas nicht. Ich mache mir sogar große Sorgen darum. Ich muss wissen, was dort geschehen ist. Wenn Sie mir helfen, revanchiere ich mich. Dank des Herzogs haben wir unseren Platz hier in Kanaka verloren und versuchen, die Straßen gegen den Ketzer Paolo zu verteidigen. Aber Sie haben sein dunkles Herz zum Stehen gebracht und dafür gebe ich Ihnen, was Sie wollen. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen der Heuler verhört und erfahren, dass ein paar von ihnen wissen, wie man Chin das Schloss öffnen und Aramis Stiltons Haus betreten kann. Vermutlich nur Paolo und seine Vertrauten. Was sie suchen, hängt vielleicht mit der Versiegelung von Stiltons Haus durch den Herzog und Jindosch zusammen. Also dann los. Das könnte mein bisher lohnenswertester Besuch beim Orden werden. Ich werde mich an ihre Hilfe erinnern, Vizeaufseher Byrne. Ich auch, Assassine. Bringen Sie unseren Freund hier weg. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Dem Orden treu mit dem Aufsehern im Staubbezirk verbündet. Jo, jetzt habe ich beide Trophäen. Stiltons Haus ist verflucht. Passen Sie auf sich auf. Da wir. Sie haben die Tür aufgemacht? Vielleicht war es nur der Wind. Da ich ja beim Walkthrough hatte ich ja den Aufseher ausgeliefert und jetzt hier beim Playthrough habe ich Paolo ausgeliefert. Und das sind so Sachen, die kann man gebrauchen. Ist klar. Nee, also im Großen und Ganzen lief das dann doch ganz gut. Und es ging auch ziemlich schnell, also Paolo einmal in der Bar zu töten. Und da musste man eigentlich ihn ja nur noch einmal finden. Also ich hätte ja gedacht, dass er viel früher wieder auftaucht. Den Geboten sei Dank. Nun können wir Kanaka von euch Gesindel befreien. Was war das? Ich erkenne einen Agenten des Outsiders sofort. Ah, okay. Hier muss ich lang. Ich habe mich gerade gefragt, warum die mich angegriffen haben. Burn. Hey, was war hier los?
Ich bin da gerade wieder in das Gebiet der Heuler reingelaufen. Und das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte schön in dem neutralen Gebiet bleiben, damit ich mich nicht unnötig länger aufhalten muss. So, wir haben das Rätsel. Hey, du! Gott, verfolgt er mich aber weiter, ey. So, des Rätsels Lösung ist wie folgt. Dr. McCollar, Schnupftabakdose, Gräfin Condé, Kriegsmedaille. Nein, nein, oh Mann. McCollar, Schnupftabak. Alter, ich kann mir heute echt nichts merken, ne? Condé, Kriegsmedaille. Ring Winslow. Vogelanhänger Finch. Nein, 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 nein. Das wär's. Die Information war richtig. Ich bin sehr gespannt, wie ich die nächste Mission, Mission 7, das ganze Haus bewältigen werde, ohne Kräfte. Das wird sehr, sehr interessant. Also ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, straight einfach durchzulatschen und so viele Menschen über den Haufen zu nieten, wie unbedingt notwendig ist. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dann sehr viel Gebrauch davon machen werde, durch die Zeit zu reisen. Ich muss einfach mal gucken, wie viele Wachen tatsächlich überall rumstehen dann, um das endgültig dann sagen zu können.